Hi Leute und willkommen zurück zu Vampire. Wir haben im letzten Part die Kanalisation hier betreten. Wir haben gemerkt, alles ist tot und Harry Jones ist geflohen. Und ja, wir haben hier unseren Meister nochmal getroffen, also diesen gehörnten Blutheini. Und der musste uns jetzt noch ein paar Fragen beantworten. Wo geht's lang? Erstmal in die gegengesetzte Richtung laufen. Kann nie verkehrt sein. Ich weiß zwar nicht genau, wo ich bin, aber ich habe wenigstens schon mal eine Abkürzung geschaffen. Wir gehen einfach weiter. Bevor ich mich jetzt hier groß umgucke. Das können wir vielleicht später noch machen. Wenn wir jetzt nicht. Wobei, das sieht schon ziemlich final aus hier alles, ne? Kann man nicht anders sagen. Versuchskaninchen. Finde Harry Jones, Folge der Blutspur. Oh. Das sieht wirklich nach einem Bosskampf aus. I'll be glad to be of assistance. Ah, oh, lack your help, Doris. Liars, all of you. My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Was haben wir uns da gerade reingejagt? Ich habe mir denn eben Schaden gekriegt. Ups. Alter, ist das Zeug giftig. Sie ist Level 35, das müsste passen. Sieht einfach aus. Ich glaube, das ist noch nicht alles. Das ist viel zu leicht. Ah, Mist. Das ist viel zu einfach. Das kann nicht alles gewesen sein. Wow. Okay, man sieht nicht, wo sie ihre Angriffe sind. Aber sie hat auch Hörner, genau wie unser Meister. Noch ein paar Blutgegner. Ja, das sieht doch ganz gut aus bisher. Komm mal her, Lady.
Autsch. Sie ist auch aus Blut gemacht, also. Autsch. Okay. Warum zerplatzen die einfach neben mir? Mist. Aber die Optik sieht geil aus. Wo, wenn wir hier im Blut rumlaufen und sowas. Richtig nice. Das gefällt mir. Okay, die zerplatzen einfach wieder. Macht, was ihr wollt. Was passiert, wenn ich sie betäuben will? Nichts, okay. War aber klar. Weil sie unten kein Leiste hat, extra. Ah, Mist, noch zu nah dran. Einfach noch zu nah dran. Nein, nein, nein. Oh, shit. Ah, Phase 2 oder so. Lass mich in Ruhe. Oh, jetzt hat sie fette Sicheln. Gar nicht so geil. Was tut sie da? Wow, war das schnell. Komm her, komm her, komm her. Du willst die rote Königin sein? Ah, doof. Ich würde sagen, dieses Messerchen ist einfach super. Allein weil wir die ganze Zeit immer Blut wieder kriegen. Und weiter drauf metzeln. Aber wenn das jetzt der Endkampf ist, dann war der ganz schön leicht. Aber er ist gut inszeniert, muss ich sagen. Ah, shit. Schöne Sicheln hat sie da. Nee, kein Bock. Oh, wow. Wow, diese Reichweite von den Viechern. Erstmal heilen. Oh, wir haben's. No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. War nur zur Unterhaltung? So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget? What are you doing here?
This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suaskals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over now. London is no longer shrouded in the disaster's shadow. We're all safe. Yes. You prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you, really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger, red as life and death, passing from one immortal to another, from predator to victim, patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Well, this is it. Lady Ashbury's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. Okay. Wir sind eine gesunde Überträgerin. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wie lange der Part jetzt ist. Finde einen Weg ins Schloss. Aber ich würde sagen, das bewahren wir uns fürs nächste Mal auf. Sorry, falls der Part wirklich kurz ist, aber ja, wir machen ja erstmal Ende. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.